Also, in dem heutigen YouTube-Video möchte ich euch zeigen, wie Premium-Kunden ticken. Ja? Und zwar für die meisten von euch da draußen, für die meisten Finanzberater, Versicherungsvermittler, sind Premium-Kunden ein Buch mit 7 Siegeln, weil die meisten von euch niemals Premium-Kunden gewinnen oder ganz selten. Ja? Ein Premium-Kunde wird folgendermaßen definiert: Das ist jemand, der grundsätzlich dir erstmal einen Premium-Ertrag bringt, ja? Weil als allererstes musst du ja dich selbst als Unternehmer denken, an deine Familie, an deine Mitarbeiter, und deswegen muss der Kunde dir grundsätzlich mindestens 2000 Euro Ertrag bringen. Wichtiger oder besser wäre es, wenn der Kunde dauerhaft 3.000 bis 5.000 Euro Ertrag bringen würde im ersten Schritt und dann jedes Jahr mindestens vielleicht 1.000 Euro über Empfehlungen oder über seine Bestandsprovision. Ja. So, das ist schon mal die erste Sache, damit wir festgelegt haben, was ein Premium-Kunde ist. Und dann müssen wir überlegen, okay, welche Premium-Kunden machen das dann? Ja. Dann kommen wir bei Versicherungen leider zu dem Schluss, dass wahrscheinlich die meisten Menschen in Deutschland mindestens 2000 Euro an Ertrag dir bringen würden, wenn du die vernünftig rundum beraten würdest und wenn diese Leute auch einsehen würden, dass sie bei dir Versicherungen abzuschließen haben. Ja? So. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Thema. Welche Menschen schließen denn überhaupt gerne Versicherungen ab? So. Gibt es überhaupt solche Menschen? Gibt es Menschen, denen ihre Absicherung wichtig ist? Gibt es Menschen, denen ihr Geld wichtig ist? Gibt es Menschen, die gerne sparen? Natürlich gibt es die. Nur, die kennst du noch nicht. Weil du hast nicht die Maßnahmen getroffen, um diese Menschen anzuziehen. Zum Beispiel wirbst du über Preise. Ich kann jetzt von mir selbst ausgehen. Früher habe ich Preise immer verglichen, hatte ich kein Geld. Ich war früher auch kein guter Versicherungskunde. Heute interessiert mich das Thema Preis ungefähr gar nicht. Das heißt, wenn du über billig, billig, billig argumentierst, schreckst du Premium-Kunden eher ab. Und das passiert mir. Ich habe jetzt zum Beispiel einen für normale Vermittler, für normale Unternehmen einen relativ teuren Vertrag abgeschlossen über zum Beispiel Cyberdeckung. Und der Preis kam mir zu günstig vor. Ich habe mich gewundert, wie das sein kann. Fand ich zu billig. Ich habe dann mit dem entsprechenden Fachmakler diskutiert und er hat gesagt, so sind eben die Preise. Hat mir belegt, dass alle anderen Gesellschaften, die ähnliche Leistungen haben, auch in ähnlichen Preisklassen mitspielen. Da war ich schon ein bisschen beruhigter. Aber trotzdem fand ich das eigentlich zu billig. Wenn er mich richtig qualifiziert hätte und wenn die Versicherung im Endeffekt auch die richtigen Leute befragt hätte, was die denn für so einen Schutz ausgeben wollen würden, ich hätte wahrscheinlich mindestens das Doppelte bis Dreifache geschätzt und auch mindestens das Doppelte bis Dreifache auch am Ende des Tages abgeschlossen. Aber der Makler und die Versicherung haben halt dieses Potenzial verschenkt, weil die bis heute glauben, dass Preis eines der wichtigsten Kriterien ist beim Versicherungsabschluss. Ja, ist es. Die Untersuchungen liegen da richtig. Aber nicht bei allen Kunden. Und du möchtest gar keine Kunden, die über den Preis kommen, weil die werden über den Preis auch gehen. Ich zum Beispiel habe jetzt diesen Vertrag abgeschlossen. Und das Einzige, was mich davon dahin bewegen würde, den Vertrag zu kündigen und neuen zu machen, wäre, wenn es irgendwo am Markt irgendwas deutlich Geileres gäbe. Zu einem vertretbaren Preis. Also zum Beispiel eine geilere Leistung mehr, dafür aber der 10-fache Beitrag, würde ich nicht machen. Aber zum Beispiel doppelte geile Leistung wie bisher, doppelter Beitrag, würde ich sofort machen. So. Aber so ticken halt nur Premium-Kunden. Denen ist halt auch, denen sind die Konsequenzen bewusst von dem, wenn sie es halt nicht tun, also wenn sie sich nicht absichern. Oder nächstes Thema, ja. Ganz häufig im Endeffekt, ja, habe ich früher mit Kunden zu tun gehabt in meiner Zeit als Versicherungsmakler. Die haben es nicht eingesehen, warum man eine Berufsunfähigkeit abschließen sollte oder warum man fürs Alter sparen sollte.
Weil eigentlich unterm Strich, wenn du das Ganze richtig betrachtest, du gibst ja nicht das Geld der Versicherung, sondern du investierst das Geld in dich selber. Weil egal wie viel du der Versicherung gibst, für Berufsunfähigkeit, für Dread Disease zum Beispiel, für Grundfähigkeiten, ja, sagen wir mal einfach Arbeitskraftabsicherung, oder egal wie viel du Versicherung gibst für Altersvorsorge, am Ende des Tages, wenn dieser Fall eintritt, kriegst du von der Versicherung ja deutlich mehr zurück, als du jemals hättest einzahlen können. So. Innerhalb von Monaten, innerhalb von wenigen Wochen vielleicht sogar, wenn jetzt bald irgendwas passiert. So. Und die Menschen, die Premium-Denken haben, die Premium-Kunden, die begreifen, dass sie hier für sich selbst investieren. Weil die schließen die Versicherung für sich ab, nicht für dich, nicht für die Versicherung. Sondern die minimieren ihr eigenes Risiko. Es gibt ein valides Risiko, dass ich jetzt heute hier rausgehe auf die Straße und ich werde überfahren. Ja klar, es gibt die ganze Zeit Haftpflicht von Hook. Darf ich nicht irgendwie 10 Jahre mit denen streiten, bis ich meine Kohle bekomme. Aber ich habe dafür eine sehr, sehr gute Unfallversicherung vorhalten, die ich schon mal bezahlen musste, als ich mir meinen Arm böse gebrochen habe, meinen linken, meinen Rolex-Arm. Und deswegen sorge ich für mich selber. Das ist auch ein Selbstverständnis von mir. Ich sorge für mich selber, ich verlasse mich nicht auf irgendjemand anderen. Woher weiß ich, dass der Typ da draußen im Auto überhaupt eine Versicherung hat? Vielleicht ist das irgendwie jemand aus dem EU-Ausland oder aus dem Ausland außerhalb der EU und hat gar keine Versicherung. Oder ist es nicht möglich, die Versicherung zu verklagen, wenn ich Geld möchte? Ich halte für mich selbst meinen Schutz immer selbst aufrecht. Und für mich und meine Familie ist es meine Verantwortung, die ich trage, optimalen Versicherungsschutz vorzuhalten. Ich möchte mich da auf niemanden anderen verlassen. Ich habe mein Leben selbst im Griff. Und die Kleinigkeiten, die mir noch nebenbei passieren können, Krankheiten, Unfälle, Schäden, Feuer, Cyber, was auch immer. Dafür bezahle ich einen angemessenen Geldbetrag und ich muss mir darüber keine Sorgen machen, ich schlafe wie ein Baby. Ich schlafe sowieso wie ein Baby, weil ich das beste, reinste Gewissen von allen habe, weil das, was ich tue, einfach wortwörtlich Menschenleben rettet. Ich bringe nämlich Versicherungsvermittlern, Finanzberatern bei, die Kundenleben zu retten. Weil am Ende des Tages, wenn irgendein Haus brennt, da rettet der Feuerwehrmann das Leben deiner Kinder oder dein Leben. Ja, der holt dich aus dem Feuer raus. Aber das wirtschaftliche Leben von dir rette ich, beziehungsweise mein Kunde, der Versicherungsvermittler. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute mehr sich nach dem Feuer, nach dem Schaden umbringen würden, weil die finanziell vor dem kompletten Ruin stehen, wenn keine Versicherung wäre. Oder wie viele Leute einfach im Alter sich zum Beispiel aus Einsamkeit, Depression sich mehr umbringen werden, die Zeiten werden kommen. So, glaub mir. Noch, die heutigen Rentner haben eine gute Altersvorsorge. Relativ gut. Relativ angemessen. Aber die Generation jetzt von 30-Jährigen, 40-Jährigen, die wird von ihrer Rente nicht leben können. Ich möchte nicht wissen, wie da die Selbstmordraten ansteigen im Alter, wenn Leute feststellen, ja, ich habe noch Leben übrig, aber keine Kohle. Und genau das, genau da helfen Finanzdienstleister, Finanzberater. Und Premiumkunden wissen das. Premiumkunden wissen, dass sie was tun müssen, um später was zu bekommen. Die müssen heute investieren in Versicherungsschutz, in Altersvorsorge, Investment, Eigentum, was auch immer. Damit sie später was raus haben. Die übernehmen nämlich Verantwortung für sich selbst. Irgendwelche sozial schwachen Kunden, das können auch tolle Menschen sein. Nochmal, es geht hier nicht um die menschlichen Merkmale. Ich möchte nicht Menschen nach irgendwelchen Klassen oder nach dem Einkommen beurteilen. Sondern wir gehen hier nur auf die ganzen wirtschaftlichen Faktoren ein. So, wir gliedern einfach, wir clustern einfach die Kunden nach wirtschaftlichen Faktoren.
damit du als Finanzdienstleister wirtschaftlich die beste Wahl treffen kannst bezüglich deiner Zielgruppe und den Menschen, die du hilfst. Sozial schwachen Menschen kannst du auch gar nicht helfen zum Beispiel. Weil du kannst jemandem, der aktuell heute gar kein Geld hat, kannst du nicht helfen bei seiner Altersvorsorge zum Beispiel. Du kannst ihm auch bei seiner Berufsunfähigkeit oder Arbeitskraftabsicherung kannst du ihm auch nicht helfen, weil er hat wortwörtlich kein Geld, um das zu kaufen. Du kannst zum Beispiel, stell dir vor, du bist Autohändler und du möchtest Menschen helfen, von A nach B zu kommen. Zum Beispiel von hier Landshut nach München. Ist eine Stunde. Man kann mit dem Zug fahren. Boah, ich habe jahrelang gependelt. Keine geile User Experience. Oder man kann sich besser für eine schnellere Transportmöglichkeit, die mehr Komfort bietet, kann man sich auch ein Auto kaufen. Bei mir Autohändler. Und damit helfe ich Menschen, von A nach B zu kommen. Aber ich kann niemandem helfen, der kein Geld hat. Ich kann doch nicht allen Menschen auf der Welt ein Auto schenken. Das geht nicht. Da würde ich ja pleite gehen. Ich habe ja auch eine Verantwortung, deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, du hast eine Verantwortung gegenüber dir, deiner Familie, deinen Mitarbeitern, deinen Lieferanten zum Beispiel. Wenn du Autos verschenken würdest, wie könnten denn dann die Händler leben, die dir Autos verkauft haben? Du könntest sie ja gar nicht bezahlen. Das ganze System bricht zusammen. Das bedeutet, bevor du zum Beispiel Zeit damit verbringst, sozial Schwachen in Versicherungs- und Finanzdingen zu helfen, und die meisten davon kannst du einfach nicht helfen, das geht einfach nicht. Du kannst nicht Geld herbeizaubern bei jemandem, der kein Geld verdient. Du kannst ihm vielleicht was spenden, schenken, aber dafür musst du selbst Umsatz gemacht haben. Dafür musst du selbst Geld verdient haben. Ganz einfache Sache. Deswegen musst du dich auf Menschen fokussieren, die sich ihrer Probleme bewusst sind, die sie lösen wollen und die auch das Geld haben, die Probleme zu lösen. Alle anderen, naja, du kannst dir halt einfach nicht helfen. Du kannst dir nicht zur Rente tragen. Es ist natürlich mega schlimm, dass viele Menschen in der Rente schlechtes Auskommen haben werden. Oder die jetzt berufsunfähig werden, haben keine Berufsunfähigkeitsrente. Sau schlimm. Meine Mutter ist erwerbsgemindert geworden, konnte seitdem nicht richtig arbeiten, aber sie war damals halt schon zu alt und zu krank, als ich in die Versicherungsbranche gekommen bin, um eine BU-Rente abzuschließen. Jetzt kann ich ihr helfen, indem ich mehr Geld verdiene, als ich brauche, und ich kann ihr Geld geben, damit sie nicht mehr arbeiten muss. Ab Januar muss sie nicht mehr arbeiten. Ich sorge für sie. Und damit du sowas auch machen kannst für dich, deine Familie, deine Freunde von mir, aus deine Verwandten. Grüße gehen raus an meinen allerbesten Fotografen. Wir diskutieren immer darüber, dass er sein Geschäft skalieren muss und mehr Geld verdienen soll und Mitarbeiter einstellen soll. Und sagt mir immer, ja, es geht ihm gut, es läuft. Und wenn irgendwas passiert, ich werde für ihn sorgen. Also ich werde für ihn sorgen, sagt er. Das stimmt, ich werde wahrscheinlich für ihn sorgen. Hier ist der Beweis. Ja. So. Ja, weil ich es kann. Weil ich es mir leisten kann. Aber dafür musste ich genug Menschen helfen, mit irgendwelchen Problemen, die sie hatten oder haben, damit sie die lösen. So. Und natürlich haben ganz viele, also jeder in Deutschland hat ein Problem mit Altersvorsorge oder Geldanlage. Aber das Problem haben halt nur Leute eigentlich, die Geld haben oder Geld aufbauen, Altersvorsorge aufbauen wollen. So, und Premium-Kunden, die werden halt eben von Leistungen getriggert. Premium-Kunden werden davon angezogen, dass du dir Lösungen bietest für ihre Probleme. Ja? Dass du ihre Probleme auch wahrnimmst und nicht irgendwie versuchst, keine Ahnung, irgendwas runterzureden. Hey, ich habe schon so viele Beratungen erlebt, in zweiter, dritter Person. Also die Kunden sind zu mir gekommen, als ich Versicherungsmakler war. Die waren irgendwie bei der Bank oder irgendwie bei der Versicherung. Und da hat ihnen halt eben für sie selbst, hat der Berater entschieden, ja, für sie lohnt sich Berufsunfähigkeit nicht und hat ihnen keine verkauft, keine angeboten. Ja, das muss doch der Kunde entscheiden. Der Kunde muss doch entscheiden, ob er
die 200 Euro, 300 Euro für Berufsunfähigkeit im Monat investieren möchte, natürlich gibt es einen Grenznutzen. Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich kann für 500 Euro im Monat eine Berufsunfähigkeitsrente absichern in Höhe von 1500 Euro Rente, ist der Grenznutzen wahrscheinlich erreicht. Also es wäre wahrscheinlich kein vernünftiges Geschäft, finanziell gesehen. Aber es ist doch meine verdammte Aufgabe als Premium-Kundenberater, ihm das Angebot vorzulegen, damit der Kunde selbst entscheiden kann, ob ihm das wert ist. Vielleicht gibt es irgendwelche Beweggründe, irgendwas, was ich damit ja denkt, warum man es braucht. Natürlich ist es meine Aufgabe auch als ethisch korrekter, moralisch korrekter Berater, mit ihm auch zu sprechen, ob das wirklich, 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 wirklich Sinn macht. Ja. Aber wenn der Kunde sagt, das macht Sinn, dann ist es meine Aufgabe, mit ihm das abzuwickeln. Wenn ich ihn nicht vom Gegenteil überzeugen kann. Aber viel häufiger ist es doch eher so, der Berater, der Vermittler glaubt, der Kunde kann es sich nicht leisten oder er sagt, er will es sich bestimmt auch nicht leisten, bestimmt, und bietet das Angebot gar nicht an und verweigert damit dem Kunden, dem Premium-Kunden, den Versicherungsschutz. Was du verstehen musst, du als Berater, wahrscheinlich verhinderst du öfter den Abschluss als der Kunde. Weil du irgendwelche Mindset-Probleme hast, weil du deinen Job nicht ernst nimmst. Dein Job ist dem Kunden klar und deutlich zu erklären, was er tatsächlich braucht, wie er das optimalerweise abzusichern hat und dann bei ihm eine Entscheidung herbeizuführen. Dass er sagt, jawohl, will ich oder will ich nicht. Das ist seine einzige Aufgabe. Und wenn der Kunde sagt, ich will das haben, weil in meinem ganzen Leben habe ich immer Verantwortung übernommen, ich habe mich nie für irgendwas gedrückt. Und jetzt ist mir das auch wert, die Verhandlungen hier zu übernehmen und einen hohen Versicherungsschutz, einen hohen Sparbetrag abzuschließen. Ich kann es mir auch leisten. Ich erkläre dir genau, wie ich das leisten kann. Also ich lasse den Kunden natürlich mir immer erklären, wie er damit auf Dauer den Vertrag bedienen will. Aber wenn der Kunde mir das alles erklären kann, warum stehe ich ihm dann im Weg? Ist das negativ, dass er jetzt eine geile Altersvorsorge hat? Ist das negativ, dass er jetzt eine Entscheidung trifft, weniger zu konsumieren? Weniger Kohle für irgendwelche sinnlosen Sachen rauszufeuern und dafür zum Beispiel ja, mehr fürs Alter zurückzulegen. Weil er spart ja für sich selbst, er spart ja für sein Zukunfts-Ich. Er spart nicht für dich, er spart nicht für die Fondsgesellschaft, Investmentgesellschaft, Immobiliengesellschaft, Versicherung. Nein, er spart ja für sich selbst. Ist ja sein Zukunftskonto, wo das Geld hinläuft. Und Premium-Kunden verstehen das. Du musst mit jedem darüber nicht diskutieren. Die sichern auch das, was sie haben, gerne ab, weil die wissen, das hat Geld gekostet, es hat auch Zeit gekostet, sich die Sachen zu holen. Die schätzen vielleicht auch den Service, den du ihnen bieten kannst, sofern du überhaupt einen Service anbietest. Haha. Aber Premium-Kunden legen eben Wert auf solche Sachen. Und wenn du jetzt bei einem Premium-Kunden einläufst, ja, der Kaiser von der Mannheimer, hier, günstiger Versicherungsschutz, mach das jetzt. Riester-Rente, nur 39 Euro im Monat. Private Krankenversicherung, 149 Euro. Du wirst den Premium-Kunden nicht abschließen. Weil wortwörtlich kann es sein, dass du zu billig bist, dass du die falschen Argumente lieferst. Dass du einfach komplett an seinem Bedarf vorbeilaberst. Ja? Von daher, wenn du wissen willst, wie du Premium-Kunden wirklich gewinnst, und die gewinnst du nicht mit irgendwelchen billigen Werbeanzeigen, hier, spare bei deiner Zahnversicherung, so, sondern die gewinnst du wirklich mit hochwertigem Marketing auch, mit einer richtig hochwertigen Marketingbotschaft, mit richtig hochwertigem Service auch. Dann komm mal auf meine Homepage, www.vladimirsimon.de. Ist unten auch verlinkt unter dem Video. Vereinbare einen kostenlosen Beratungstermin. Und ich zeige dir, wie du einfach mehr Premium-Kunden gewinnst, weil es dauert auch viel weniger Zeit, um die davon zu überzeugen, geilen Versicherungsschutz zu kaufen. Das spart dir mega viel Zeit in der Überzeugung. Weil am Ende des Tages kann es sein, dass du durch Premium-Kunden genau den gleichen Umsatz machst wie bisher, aber in einer halben Zeit. Weil es entfallen pro Kunde
im Schnitt ein bis zwei Termine, wo du einfach sinnlos dahin fährst oder sinnlos im Endeffekt die Beratung durchführst und versuchst einfach nochmal in ein, zwei, drei Stunden den Kunden zu überzeugen davon, dass es wichtig ist, in sich selbst zu investieren. Der Premium-Kunde weiß das. Und du sparst dir einfach mehrere Stunden Arbeit. Und kannst dann dadurch mehr Zeit haben für deine Familie. Du kannst auch deinen Umsatz dann nochmal verdoppeln, verdreifachen in der gleichen Zeit. Kannst die Mitarbeiter einstellen. Kannst ein Unternehmen ausbauen. Und du hast dann mehr Geld, um für deine Familie besser zu sorgen. Du hast mehr Geld, um für deine Freunde besser zu sorgen. Du hast mehr Geld, um zum Beispiel ja, diesen sozial schwachen Menschen zu helfen. Du kannst dann als Beispiel ein Seminar aufsetzen, wie du besser mit deinem Geld umgehst und das kostenlos anbieten. Du könntest zum Beispiel etwas spenden, eine Tafel oder keine Ahnung. Bei uns in Lanzo kann man Bürgermeister spenden und der Bürgermeister gibt das Geld an bedürftige Menschen, denen irgendwas unterjährig Schlimmes widerfahren ist, die ein krankes Kind bekommen haben oder irgendwas noch Schlimmeres. Dafür hast du nun plötzlich Geld. Aber am Anfang musst du dir klar werden, dass du einfach diesen Nicht-Premium-Kunden, diesen Menschen, die eben keinen Wert auf gute Absicherung, gute Leistungen legen, den kannst du eigentlich unterm Strich gar nicht helfen. Weil wenn du auch so billig Verträge denen anbietest, so, zum Beispiel so ein Nicht-Premium-Kunde wird auch keine Premium-Verträge abschließen mit Premium-Preisen. Das heißt, es wird immer so, es gibt ja bei vielen Versicherungen so Basisschutz, mittelguten Schutz und Top-Schutz. So, jetzt wird der Kunde meistens diesen mittelmäßigen Schutz wählen, weil das von der Preis-Leistung am sinnvollsten ist. Ja, meinst du, im Schadensfall wird sich der Kunde daran erinnern, dass er den mittleren Schutz gewählt hat? Nein, wird er nicht. Er wird über dich schimpfen und dir die Schuld geben, weil der Schaden wäre im Top-Schutz versichert gewesen, im mittleren aber nicht. Er kann sich sicherlich nicht Wochen, Monate oder Jahre später erinnern, dass du ihm genau das gesagt hast. Das heißt, du kaufst ja auch Ärger ein, auf lange Sicht. Du zerstörst damit auch auf lange Sicht deinen Ruf, wenn du mittelmäßige Leistungen mittelmäßigen Kunden anbietest. Du musst ein Premium-Anbieter sein, gerade im Versicherungsfinanzbereich. Anders geht es gar nicht. Es gibt keine Alternative dazu. Weil am Ende läuft irgendwas schief. Der Kunde ist selbst schuld, weil er an der falschen Stelle gespart hat. Du bist schuld, weil du ihn trotzdem versichert hast. Und naja, öffentlich steht dann die Versicherung zahlt, blöde Versicherung. Und dazu dein Name. Du hast den Kunden dann falsch beraten. Ja, so blöd kann es laufen. Viel Erfolg damit. Wenn du das, wie gesagt, ändern möchtest, komm zu mir in die Beratung www.vladimirsimonov.de und ich helfe dir, ganz genau das zu lösen. Ja, der Termin dauert vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ich erkläre dir ganz genau, wie wir das machen. Und das geht raus so schnell, dass wir für dich auch Premium-Kunden besorgen. Es gibt genug da draußen, glaub mir. Genug, weil die meisten anderen Vertreter, die meisten anderen Vermittler, die meisten anderen Berater, die haben sogar Angst, sich auf die zu fokussieren. Die wissen ja gar nicht, wie die ticken. Ihr ganz normales Verkaufsskript funktioniert nicht, weil du sagst, ja, es ist billiger als dein bisheriger Schutz und der Kunde sagt, ja, okay, ich muss mal drüber nachdenken. Und denkst dir, ist doch unlogisch. Ich habe gerade besseren Schutz angeboten, günstiger. Aber der Premium-Kunde denkt sich, bessere Qualität, günstiger, das gibt's doch nicht. Das habe ich noch nie gehabt. Das gibt's ja auch nicht bei anderen Luxusmarken, die ich kaufe. Also irgendwas muss da faul sein. Und dann schließt er nicht ab, denkt darüber nach und sagt, nee, ich bleib dort, wo ich bin. Und du denkst dir, ist ja unlogisch, ist ja günstiger, ist ja besser. Nein. Vertrauen ist weg. Und das Vertrauen ist das, was du aber brauchst. Von daher, komm zu uns in die Beratung. Bewerte das Video hier mit einer guten Bewertung. Daumen nach oben am besten. Und schicke auch das Video an alle deine Kollegen, die darüber jammern, dass ja, ihre Kunden immer solche Sparfüchse sind, Sparteufel. Die wollen immer nur sparen. Und die beschweren sich immer, wenn die Kfz-Versicherung 3 Euro erhöht wird und alles ist schlimm und alles ist scheiße und mehr als 50 Euro wollen die Leute nicht sparen.
PKV kann man gar nicht verkaufen in deiner Gegend. Ja, schick das Ding das Video. Schick den ruhig das Video. Weil es liegt dann an den Beratern selbst, warum die solche Kunden haben. Das ist dein Problem. Lässt sich lösen, du musst aber wollen. Wenn du es willst, kommst du mir, ich berate dich, zeige dir genau, wie du es willst. Und dein Leben wird einfacher. Dein Leben wird einfach besser. So. Bessere Kunden, besseres Leben. Bis dann, dein Vladimir Zimmer.